Wenn Sie sich vorstellen, in ein prähistorisches Tier reinzubeißen, das klingt eher nicht so lecker. In Mexiko kann man das allerdings tatsächlich, denn hier landet eine Art Urzeitfisch auf den Tellern. Wie der wohl schmeckt, wir haben es ausprobiert. Tabasco, 8 Stunden östlich von Mexico City. Hier beginnt sie, die Suche nach dem Tier auf unserem Foto. Erste Station, der größte Fischmarkt der Region. Über 100 Fischarten gibt es hier zu kaufen. Süß- sowie Salzwasserfische, Schalentiere, ja, sogar Babyhaie. Finden wir hier auch unseren Fisch vom Bild? Wichtigstes Merkmal beim Vergleich? Das extrem lange Maul, das gar nicht zu einem normalen Fisch passt. Ja, ich kenne diesen Fisch, aber den haben wir hier nicht. Einige kennen das Tier zwar, doch keiner kann uns weiterhelfen. Vielleicht weiß sie Rat. Señora Lucia, sie arbeitet seit 50 Jahren hier. Ja, das ist ein Peje Lagarto. Jetzt kennen wir zumindest den richtigen Namen des skurrilen Fischs. Wir fragen weiter. Und schließlich ist es der jüngste von allen Fischexperten, der eine heiße Spur für uns hat. Das soll der Fisch sein, den wir suchen? Stimmt, das weit aufgerissene Maul sieht ähnlich aus, aber die Größe passt überhaupt nicht. Gerade als wir weiter wollen, treffen wir einen Kunden. Und der hat den gesuchten Fisch schon mal gesehen. Ja, das ist ein Peje Lagarto. Keine neue Info. Aber dieser Mann betrachtet unser Foto eindeutig mit Kennerblick. Er hat den Körper eines Fisches, aber den Kopf eines Krokodils. Kommt mit, ich kann euch mehr dazu sagen. Es stellt sich heraus, Gabriel Marquez kauft hier jeden Mittwoch frischen Fisch, bevor er zur Arbeit fährt. Beim Institut für aquatische Wildtiere hier in Mexiko. Seit Jahren ist er spezialisiert auf die Erforschung des Peje Lagartos. Übersetzt bedeutet das übrigens Alligatorfisch. Der Peje Lagarto ist ein prähistorisches Tier. Er hat mit den Dinosauriern zusammengelebt. Es gibt ihn seit 180 Millionen Jahren und er sieht noch genauso aus wie vor 80 Millionen Jahren. Er hat sich so lange nicht verändert, weil das nie notwendig war. Sein Körper hat undurchdringliche Schuppen. Sein Kopf ist stark mit dem Körper verwachsen, wie bei einem Krokodil. Und er hat scharfe Fleischfresserzähne. Was auf dem Foto nicht zu sehen ist, dieses Tier hat steinharte Schuppen und messerscharfe Zähne. Das Maul gleicht dem eines Krokodils. Die Flossen sind aber eindeutig die eines Fischs. Jetzt wollen wir mal ein lebendiges Exemplar sehen. Am liebsten in freier Wildbahn natürlich. Die Region Tabasco in Mexiko ist zu 70% mit Wasser bedeckt. In den abgelegenen Flussarmen sollen die Alligatorfische noch am ehesten zu finden sein. Laut unserem Experten gibt es hier eine alte Fischerfamilie, die uns weiterhelfen kann. Miguel und sein Vater fischen noch auf traditionelle Art und Weise. Mit einer sogenannten Chalupa, einem kleinen Kanu und speziellen handgewobenen Fangnetzen. Geht heute vielleicht der Fisch ins Netz, der so alt ist wie Dinosaurier? Meine Familie hat immer schon gefischt. Mein Großvater war schon Fischer und als ich klein war, hat er auch Alligatorfische gefangen. Bei jedem Mal gingen ihm Dutzende dieser Fische ins Netz und es blieben noch Tausende davon übrig. Heute ist das nicht mehr so. Heute gehen wir fischen und finden keinen einzigen Alligatorfisch. Bedeutet das etwa auch das Ende unserer Suche? Nein! Cecilia Alvarez kann uns weiterhelfen. Sie betreibt die größte Zuchtfarm für Alligatorfische in der Region. 50% der gezüchteten Tiere verkauft sie, die andere Hälfte setzt sie wieder in der freien Wildbahn aus. In diesem Tank haben wir die kleinen Alligatorfische, die Babys, 8 Tage nach der Geburt. In diesem Tank halten wir die Eltern der Kleinen. Sie sind 8 bis 12 Jahre alt. Die Fische werden bis zu 20 Jahre alt. Und erst mit 10 erreichen sie die volle Größe. Bis dahin kümmert sich Cecilia um, wie sie sie nennt, ihre Kleinen, die gar nicht so klein, sondern bis zu 1,5 Meter lang sind. Das hier ist ein Weibchen.
Ziemlich groß und 6 Kilo schwer. Sie ist eine von den Verwöhnten. Sie ziert sich. Die Fische haben Fleischfresserzähne. Die sind sehr scharf. Deswegen müssen wir bei jeder Berührung Handschuhe tragen, denn sie können durchaus Schaden anrichten. Viele von Cecilias Kunden kaufen die Tiere als Zierfische. Ihre Hauptkäufer sind jedoch die örtlichen Edelrestaurants. Denn der Alligatorfisch ist in Mexiko eine uralte Spezialität. Die seltenen weißen und roten Exemplare kosten sogar knapp 8.000 Euro. Wegen der Wartungsarbeiten ist das Wasser gerade extrem niedrig. Ist das nicht gefährlich? Die Alligatorfische atmen Luft, genau wie wir. Sie kommen an die Oberfläche, schnappen nach Luft und füllen ihre Lungen damit. So atmen sie. 30 Minuten können sie ohne Wasser durchhalten. Aber ist das wirklich der gesuchte Fisch? Ja, das ist ein Alligatorfisch. So wie auf dem Foto. Gegrillt essen die Leute ihn hier besonders gern. Es ist eine Spezialität. Das Einzige, was wir nicht essen können, sind die Eier des Weibchens. Die sind giftig. Dieses Restaurant ist bekannt für traditionelle Speisen. Grashüpferauflauf, Ameiseneier und natürlich den Alligatorfisch. Bei der Zubereitung gibt es immer 2 Grundregeln. Erstens, der riesige Fisch kommt immer als ganzes Stück auf den Grill. Aber warum eigentlich? Wenn er einmal gut durchgegrillt ist und nicht mehr roh, dann erst kann ich die Schale, die Haut, abmachen. Vorher ist das unmöglich, denn die Schuppen sind steinhart. Deswegen muss man den Fisch immer in einem Stück zubereiten. Zweite Regel, das weit aufgerissene Maul ist ein Muss. Der Alligatorfisch wird immer mit offenem Maul serviert. Es ist genau das, was die Gäste sehen wollen. Es ist ein uraltes Machtsymbol. Frisch vom Grill löst sich die steinharte Haut ganz leicht ab. Über dem Feuer wirkt sie wie Alufolie. Sie schützt vor den Flammen und das Fleisch darunter ist butterweich. Jetzt noch die rote Chilisauce drauf. Und schließlich sieht er genauso aus wie auf unserem Foto. In den USA gibt es jetzt angeblich die Lösung für Tätowier-Unentschlossene wie unsere Reporterin. Klickt hier rein.